Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich jetzt gerade auf dem Testserver und wir können jetzt heute endlich den neuen Helden Morrow testen. Ich würde sagen, wir machen das Ganze, aber vorher, es gibt eine neue Sache in AFK Arena. Das stand ja auch schon in den Patchnotes dabei. Und zwar gibt es noch die Arena der Prüfungen. Das Ganze ist auch immer noch wie früher. Wir haben ja dieselben Belohnungen. Ihr wisst es ja, dazu wird auf jeden Fall noch ein extra Video kommen. Aber wir haben jetzt hier eine Neuerung und zwar haben wir hier ja so eine Gildenprüfung, wo wir einmal draufklicken können und hier einmal 5 Gegner besiegen können. Hier haben wir alle Helden zur Verfügung, die wir benutzen wollen, also alle maxed out, also manche haben natürlich noch nicht die Gravuren, weil es für die Fraktion noch nicht verfügbar ist, aber ansonsten ist es auf jeden Fall wirklich eine geile Sache und wir müssen in jedem von diesen Aufstellungen den neuen Helden Morrow benutzen, also wird das Ganze dann für jeden neuen Held dann wahrscheinlich immer refreshed, also wenn jetzt bald ein neuer Held rauskommt, dann müssen wir den in jedem Kampf benutzen und dann ist es natürlich auch so, dass wir hier noch ein Leaderboard haben, wo wir sehen können, mit welchem Level man die Gegner besiegt hat, denn ihr könnt ja auch noch einstellen, welches Heldenlevel die Gegner haben sollen, also das heißt, wenn ihr jetzt richtig krass seid, dann könnt ihr auch irgendwie das Heldenlevel von den Gegnern, was weiß ich, auf 450 oder auf 700 oder so stellen. Ich weiß jetzt nicht, was das Maximum ist, aber das könnt ihr da auf jeden Fall auswählen und ihr müsst natürlich auch die Kämpfe gewinnen und dann auch in einer gewissen Zeit und dann, ja, platziert ihr euch hier ein und es gibt natürlich auch wieder Belohnungen dafür. Falls ihr unter den Top 500 sein solltet mit der Gilde, dann bekommt ihr auf jeden Fall ein paar Gildenmünzen. Das ist auf jeden Fall auch eine geile Sache, womit man sich dann T3-Steine, T2-Steine und so weiter kaufen kann. Also finde ich, ist eine geile Sache, ist was Neues hinzugefügt worden. Das frischt das Ganze jetzt ein bisschen auf. Ja, wie gesagt, zu den normalen Kämpfen werde ich nochmal ein extra Video machen. Ich habe den guten Morrow jetzt auf jeden Fall mit einem 20er Item oder 22er Item am Start und mit 3 von 9 roten Möbeln, was auf jeden Fall eine mega geile Sache ist. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein in den Königsturm bzw. in den Lichtträgerturm. Wo kann man sonst besser reingehen? Und dann würde ich sagen, schauen wir uns den jetzt erstmal an, wie er sich da so schlagen wird. Ich muss auf jeden Fall sagen, seine Ulti liest sich auf jeden Fall gut. Ich kann euch ja jetzt nochmal hier seine Fähigkeiten einblenden. Und zwar ist es so, dass bei seiner Ulti er den Gegnern mehrmals Schaden hinzufügt und die Feinde, die verbannt wurden, können ihre Fähigkeit, also seine Ulti, für einige Sekunden lang nicht benutzen. Und das ja, interessiert mich auf jeden Fall, wie es dann in ja, echt jetzt, sage ich mal, aussieht. Ich würde sagen, wir spielen hier erstmal mit der Formation und schicken Rosaline dann auch direkt zu Morrow, weil es ja ein Magierheld ist. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns ihn erstmal hier direkt bei den Kämpfen an. Also ich finde auf jeden Fall sein Auge, seine Ulti, das sieht auf jeden Fall alles relativ nice aus. Und an sich, bis jetzt sieht es auch relativ stark aus. Natürlich, die Gegner sind jetzt nicht die schwersten in dem Fall, weil es von den Leveln nicht so ein hoher Unterschied ist. Aber ich habe das Ganze vorhin schon mal mit Blinder versucht und da ging es so gut auf jeden Fall nicht aus. Und das Ganze habe ich auch mit Gwynne versucht. Und ja, ich muss sagen, er gefällt mir auf jeden Fall mega, mega gut. Das, was ich bis jetzt von ihm gelesen, gehört und gesehen habe, das ja, lässt mich auf jeden Fall positiv stimmen. Denn auch immer dieses, ja, Blinder ist besser, dann ist Gwynne besser. Und ja, ich hoffe, dass er einfach besser als beide sein wird und dann haben wir bei den Lichtträgern endlich einen richtig stabilen Magierheld, den man dann vielleicht dauerhaft nutzen kann im Early Game, Mid Game und im Late Game. Wäre auf jeden Fall wirklich eine richtig coole Sache, würde mich freuen. Ich finde, er sieht an sich aus wie so ein bisschen wie so ein Unterweltlerheld, aber ja, finde ich persönlich jetzt nicht schlimm, weil die meisten Lichtträger an sich sind immer so mehr weiß gehalten, wie so eine Cecilia, Belinda, Rosaline oder so oder zum Beispiel auch ein Lucius. Deswegen, ja, wie gesagt, also würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was eure Meinung zu ihm ist. Ich finde ihn jetzt mega, mega geil. Wann das Ganze auf den Live-Servern stattfinden wird, das kann ich euch jetzt leider noch nicht sagen. Da müssen wir dann auf die Patch-Notes abwarten, wann diese dann auf den Live-Servern kommen und dann steht das Ganze da auch drinne oder beziehungsweise einen Tag später können wir das Ganze dann spielen oder 2 Tage später und ja, wie gesagt, also ich finde es auf jeden Fall relativ nice. Wir können ja nochmal die Ebene 160 mit Morrow versuchen und ja, ansonsten würde ich sagen, sollte es auf jeden Fall gewesen sein von dem Video. Schreibt mir gerne rein, was ihr von dem neuen Gilden-Event haltet, von der Gildenprüfung. Also an sich finde ich es auf jeden Fall eine relativ coole Sache, dass man da auch wieder ein paar Belohnungen rausbekommen kann und ein bisschen was mit der Gilde machen kann. Den Kampf haben wir hier jetzt auch easy geschafft und das ist ein perfekter Abschluss zum Video mit den 90 Lieder Stein. Und dann würde ich sagen, sollte es auf jeden Fall erstmal gewesen sein von dem Video. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Mach's gut und ciao.